Ich sag's dir, wie es ist. Lehrer mobben unbewusst ihre Schüler. Ich habe gerade mit Kai telefoniert. Erinnerst du dich noch an Stotter Kai? Eine Stunde telefoniert oder besser gesagt, eine Stunde telefoniert und fünf Minuten geredet. Du weißt, Kai, bis der was sagt. Na und? Ich höre dem trotzdem zu. Im Gegensatz zu meiner Lehrerin. Was war? Erinnerst du dich damals als 13 Jahre alt. Wir in der Hauptschule sitzen alle zusammen. Kai kommt aus seiner Stotterkur, bleibt aus Stralsund zurück. Zwei Wochen weiter, kommt zurück in die Klasse. Was war, anstatt ihn ganz normal zu behandeln, bleibt wie Mehmet nach 20 Jahren JVA zurück in die Klasse kommt, der ist auch, bleibt niemand beachtet. Wenn da bleibt so Erwachsener in den Bart plötzlich mit dir bleibt da sind. Kai kommt zurück, was fängt Lehrerin an? Alle machen mit, ich so, was passiert, bleibt, alle machen mit, fangen an zu applaudieren. Niemand weiß warum. Warum? Kai ist zurück aus seiner Stotterkur. Sie fängt an, lieber Kai, würdest du uns den Erlkönig vorlesen? Kai bleibt maximal, Kai noch voller Pickel bleibt dazu, noch sitzt der Kopf rot bleibt, maximal nervös, sogar ich würde zu stottern. Denkst du, Kai hat angefangen mit einem Wort? Er hat mit Einatmen angefangen. Bleibt, der muss doch erstmal noch von der Kur das Atmen lernen. Fängt an. Wer reitet so geschwind durch Nacht und Wind? Es ist der Fahrer. Ich sehe schon, bleibt, meine Mitschüler werden alle nervös. Ich höre zu. Alle werden nervös. Hagen fängt an, Tobias zu würgen. Yilmaz hat bleibt den Obststand von seinem Vater in der Klasse aufgebaut, verkauft frische Tomaten aus Brandenburg, bleibt. Und Jakob aus Warschau hat bleibt schon angefangen, die Felgen vom Direktor auf eBay-Kleinanzeigen zu inserieren. Junge, das macht man nicht. Sei doch froh, dass mit einem Einatmer von Kai deine Mathestunde vorbei ist. Was ich eigentlich sagen will. Behandelt doch Menschen alle gleich. Egal, ob jemand bleibt stottert, Rollstuhl sitzt, ist doch Bochel. Wenn du anfängst mit diesen Menschen, dieses, lieber Kai, so zu reden, ihn spezial zu behandeln, das ist doch Mobbing, versteht ihr? Und das verstehen nicht mal Lehrer. Den muss man ganz normal behandeln, bleibt. Zu mir sagt sie auch nicht, lieber Slavik. Die sagt, komm, verpiss dich aus der Klasse, ich kann dich nicht mehr sehen. Sandro. Sandro.